ich werde Ihnen jetzt auf etwas unüblichem Wege einen Einblick in diese Ausstellung geben. Unüblich ist ja einiges in den letzten Wochen, unüblich hier auch, weil wir natürlich normalerweise mit Interaktion arbeiten. Wir reden mit dem Publikum, wir tauschen uns aus, wir wollen im Gespräch sein. Jetzt ist das Schloss sehr leer, bis auf uns beide hier. Und normalerweise ist es eben so, dass man, wenn man diese Karikaturenausstellung bekommt, die einmal jährlich stattfinden, dann schlägt einem schon unten, wenn man die schwere Eingangstür öffnet, lautes Gelächter entgegen und Ausrufe in verschiedenen Tonlagen. Das ist alles jetzt nicht der Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass alle Karikaturisten und Karikaturistinnen, die wir hier vorstellen, derzeit an dem brandaktuellen Thema Corona arbeiten. Das Thema des letzten Jahres, wirklich das Thema, war aber der Klimawandel. Und in dieser Ausstellung zum Karikaturenpreis mit dem Titel Prima Klima geht es einerseits um das tatsächlich veränderte Wetter, andererseits aber auch um das zwischenmenschliche Klima, das sich verändert hat, und auch das politische Klima. Interessanterweise leugnen ja dieselben Menschen das Coronavirus wie auch den Klimawandel. Das ist zumindest bemerkenswert. Wir stellen in dieser Ausstellung 219 Arbeiten vor, also viel zu lachen, viel zu schauen, viel zu gucken, von insgesamt 114 Künstlern und Künstlerinnen. Das ist ein sehr renommierter Preis in der Branche, dieser Sparte Karikatur, der Deutsche Karikaturpreis. Er ist insgesamt mit 11.000 Euro dotiert. Wir gehen jetzt einmal zu den Preisträgern hinten in den großen Herrschaftssaal. Ausspruch vom Oberdeck: Für mich bitte ohne Strohhalm.
Nicht? Das ist immer so ein Gegensatz, ne, wo natürlich Doppelmoral oder Scheinmoral ziemlich sehr direkt aufgedeckt wird. Ein sehr häufiges Thema bei Karikaturen ist ja auch der Komplex personifizierte Tiere, nicht? Dass sozusagen Tiere die Rolle übernehmen von Menschen und uns etwas vor Augen führen. In dem Fall von Thomas Luft in ihrer Zerbrechlichkeit, in ihrer Zartheit. Wir sehen eine kleine wehrlose Grille vor sich gegenüber ein Schild, auf dem Grillen verboten steht. Und man möchte sie eigentlich gleich retten, das kleine Tierchen, oder man möchte sie gleich in Sicherheit bringen. Dann haben wir dazu im starken Kontrast eben auch noch eher so eine Amtssprache im unteren Teil. Die anhaltende Trockenheit führt mittlerweile zu massiven Einschränkungen für die Tierwelt. Ja, mit massiven Einschränkungen kennen wir uns ja auch zurzeit ganz gut aus. Man kann sie mehr oder weniger gut aushalten. Ich habe mich gefreut, für diese kleine Präsentation mal aus meiner häuslichen Isolation herauszukommen für einen Moment, wenn auch die Situation sehr unüblich ist, wie gesagt, hier in diesem Schloss. Sich aber auch mit einer Materie zu beschäftigen, die, auch wenn es bitter ist, sehr humorvoll aufgefasst wird, tut uns sicher allen ganz gut. Ich hoffe, dass Sie gut durch diese Zeit kommen und bleiben Sie auf dem Laufenden, schauen Sie immer mal wieder auf die Seite rein. Es wird noch mehrere Präsentationen geben und dann hoffen wir, dass wir uns alle hier im Schloss irgendwann